Nun ist es also passiert. Gretchen hat mit Faust geschlafen. Ist das nicht normal? Fragen wir noch heute. Die beiden lieben sich doch. Aber damals war Sex vor der Ehe für Frauen nicht erlaubt. Die Leute haben sehr genau aufgepasst. Wenn eine ledige Frau mit einem Mann zusammen war, hat gleich die ganze Stadt über sie gesprochen. Sie hat dann nicht mehr zu den ordentlichen Leuten gehört. Sie war nu nog eine Hure. Nun kommt Gretchens Bruder, der Soldat Valentin, leider genau in diesen Tagen auf Urlaub in seinen Heimatstadt. Ist nog niet mal zu Hause. Da hat schön schlimme Dinge gehört. Kan es nicht glauben. Seine Schwester, eine Hure? Voor ihn war Gretchen immer das sauerste und ordentlichste Mädchen der Welt. Valentin stelt voor dem Haus seiner Mutter. Es ist schon dunkel hier draußen, aber geht nicht hinein. Was soll denn sagen? Was soll tun? Weiß es nicht. Da hoort zwei Männer aankomen. Sie sehen ihn nicht und bleiben in seiner Nähe stehen. Hast du heute keinen Schmuck von mir? Ich gehe nicht zu ihr ohne ein Geschenk. Ach was, es geht ohne Geschenke. Sing ihr ein Liebeslied. Kennst du ein Lied? Glücklich kenne ich viele Liebeslieder. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest. Okay. Ein Lied wollte ich singen. Für mein Haus. Seid ihr verrückt? Faust, nimm deine Gewehr. Stier op de Dummkopf! Oké, okay, één. Nein! Ik ben die sterkste van allen. Ja. Wer ruft hier so laut? Wer liegt denn da? Ist das Valentin? Lass mich die Hure. Ich muss ihn töten. Was sagst du? Sollen es hören? Ja, komm mal her. Meine Schwester ist eine Hure. Du machst unser Leben kaputt. Du hast es kaputt gemacht. Nicht der Gewehr hat mich getötet. Du warst...